Sänger und Gitarren modern, rechtzeitig vor Auszahlung des Weihnachtsgeldes darf ich mein neues Buch präsentieren. Es heißt, wie man hier sieht, heißt es Alles. Alles, das ist eine ganze Menge und es kommt auch so einiges drin vor, möchte ich sagen. Es ist für verschiedene Dinge geeignet. Als Pazifist möchte ich sagen, es bitte nicht als Angriffswaffe zu verwenden. Das wünsche ich nicht. Aber hingegen kann man natürlich alles geben, um sich zu verteidigen, falls man da angegriffen wird. Auch inhaltlich ist ein solcher vorhanden. Ich weiß nicht, ob man es hier gut lesen kann. Es ist zum Beispiel eben aus dem Bereich Science Fiction, ne, mit Aliens und Raumschiffen und dergleichen, ne, also die verschiedentlich dann durchs Sie wissen schon, fliegen, ne? Also Science Fiction wird einiges geboten. Weiterhin aber noch viel mehr. Zum Beispiel nämlich natürlich gibt es da auch Fantasy. Fantasy ist meine, kann man jetzt wieder nicht sehen, ne? Fantasy. Da sagt man immer, man hat zu wenig Licht, ne? Aber in Wirklichkeit, ne, ist es eigentlich ganz anders, ne? Also Fantasy. Einhörner kommen jetzt zwar nicht direkt drin vor, aber dies mag als Symbol dienen. Ja? Als Symbol. Und was haben wir noch? Natürlich jede Menge. Unter anderem auch einen kleinen Moment. Wir haben natürlich auch zum Teil etwas erschreckendere Dinge hier mit Horror und Vampir. Ne? Es ist, ich habe zwar durchaus relativ zarte Nerven, aber auch das haben wir hier natürlich berücksichtigt. Das Buch ist übrigens, wie gesagt, hart, ne? Hardcover. Und erkennen Sie die kürzeste Horrorgeschichte. Der letzte Mensch sitzt in seinem Zimmer. Es klopft. Ja, also Vampir und Horror haben wir auch, ne? Doch dabei bleibt es nicht. Es gibt auch kriminelle Dinge, ne? Kriminelle. Krimis. Goldwaage. Ach nee, das war was anderes. Ich bin der Mann mit der Goldwaage, das sagen manche, ne? Immerhin Gold, ne? Das ist schon alles Gold, ne? Ja. Was hatten wir noch zu bieten? Ja, wir haben da natürlich neben der Fantasy und so weiter, haben wir auch Lyrik, einige Texte, einige lyrische Texte, Nime, Kunst, Literaturmalerei, aber das ist so eine Handvoll in etwa. Und natürlich haben wir auch noch andere Sachen, ne?
Zum Beispiel Cyberspace, Freie Bibliothek Pegasus in Second Life im Cyberspace. Dann wird einiges geboten. Und dann gibt es Geschichten, die gehen so ein bisschen in Richtung Fantasy eher. Aber wir haben auch dort, haben wir auch Klassen, ich mach Klassen, Klassen, so in Richtung Satire, ne, Satire, Klassen, Klassen. Alles dran, alles drin, Klassen. Und dann eben welche aus dem, neben das wieder. Das Reale nennen, aber eben auch aus Second Life auch drin. Und apropos Second Life und Bibliothek, das hier ist auf meiner Sim, auf meiner Insel dort. Das ist die Abteilung Science Fiction. Die ist in einem Kugelraumschiff. Und hier haben wir einen sogenannten Cyber, ich sag, doch ein Cyberpunk-Zeppelin. Cyberpunk-Zeppelin. Und da ist nicht die Abteilung Science Fiction drin, die ist im Kugelraumer, sondern hier ist Religion, Philosophie, Esoterik auch, ähnliche Philosophie vor allem, wobei ich keiner Sekte, Kirche noch Partei angehöre. Aber zu lesen gibt es das und hier, wie gesagt, Science Fiction von Lebenden und aber auch Vorläufer. Utopia von Morus, von Voltaire, Nicomedes und ähnliches. Ja, dann haben wir schon mal eine ganze Menge erzählt. Performance-Texte haben wir noch, den legendären Krawattenmann und auch mal ein wenig Reklame für sonstige Bücher über Hartz IV und die Fondssprache. Wichtig ist mir natürlich immer, mich auch, ich hoffe, man kann das jetzt ein wenig entziffern. Schauen wir mal hier. Das ist im Original, ist das dann noch etwas besser zu erkennen. Das soll die, ist die Seite mit dem Dank. Dank und Gruß. Naja, die können wir vielleicht nachher auch noch mal so einblenden, ne? Sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen? Das werden Sie gleich sehen. Naja, lassen wir das. Das Buch ist relativ teuer. Es ist im Format DIN A4. Und es ist halt Hardcover. Einmal im Leben wollte ich gerne auch was mit Hardcover haben. Und es sind zahlreiche Illustrationen enthalten, zum Teil auch größere, ganzzeitige Illustrationen, die hoffentlich auch ein bisschen interessant sind, weil irgendwie aus dem Bereich Fantasy. Es ist ein Kreuz, ne? Mit der Lampe hier. So, das war. Ja, das ist es. So geht's doch besser. Also, etliche und 125 Seiten hat die Sache und ich mache da wirklich nicht viel Gewinn damit.
1 Euro habe ich aber draufgeschlagen wieder für gute Zwecke. Für gute Zwecke. Sieht man ein bisschen was vom Inhalt. Auch das können wir später einblenden. Gute Zwecke heißt für die 50-Cent-Gruppe in Leeds in Facebook. Kann man rausschneiden, ne? Gibt es in Facebook, aber auch in einem Blog. Und wir beraten da immer, wenn wir 25 Euro zusammen haben, an welche soziale Organisation, möglichst regional oder nicht so bekannte, wir das spenden. Das mal das, was mir vorläufig dazu einfiel. Und dann kann ich nur noch sagen, Leute, kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich mag den Kapitalismus auch nicht mehr, aber wie soll man es angehen, ne? Vielen Dank, alles Gute und see you.